Hey, Servusler. Raik, du bist der YouTube-Kollege. Also ihr kennt euch. Ich brauche eine kleine Erklärung, wer du bist, was du machst. Okay. Willst du das übernehmen für mich? Ja. Jetzt können wir nämlich testen, ob du mich wirklich kennst, weil das ist ja immer dieses hohle Mediengelaber. Ja, also ich glaube nicht, du hast mich jetzt auflaufen lassen, aber ich brauche das ja gar nicht. Du, ich höre mir die ganze Zeit. Da siehst du, der Vollprofis am Start. Der Raik, anders. Du kannst den Nachnamen, das ist schon mal gut. Das ist richtig, genau. Und ich finde es gut, dass wir quasi schon direkt mit dem ersten Spiel eingestiegen sind. So, rate den Gast, der vor dir sitzt. Also ich mache tatsächlich YouTube-Videos seit geraumer Zeit jetzt. Und mein Interesse liegt persönlich bei der Politik und generell Deutschland, Gesellschaft und so weiter. So. Ja, finde ich extrem geil, dass du das machst. Weil auf der anderen Seite denke ich mir immer, es gibt auch noch nicht genug Schminkleute auf YouTube. Das ist wahr, ja. Ja, und du hast natürlich im Gegensatz zu diesen ganzen Schminkern und Prankern, hast du natürlich eine extrem große Reichweite. Ja, oh ja, das ist ja, ja. Nee. Natürlich ist es schon so, dass man sich schon wünscht, dass Leute das gucken. Und bei mir kann das auch jetzt nach meinen Maßstäben, sage ich mal, relativ fix. Also gleich das erste Video, irgendwie, das ich hochgeladen hatte, hatte dann irgendwie über, keine Ahnung, über 200.000 Aufrufe. Und das ist natürlich schön, wenn man sieht, dass es auch ankommt und dass man nicht so alleine irgendwie auf der Couch einfach sitzt und niemanden das interessiert. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe solche starken Schwankungen. Ich habe manche Videos, die haben 1 Million Aufrufe und ich habe manche, die haben dann 20.000. Und dementsprechend, ich mache so oder so. Verdienst du auch Geld damit? Ja, zum Beispiel auch jetzt, gerade in dieser Zeit. Also das ist dann ja schon relevant. Du verdienst wahrscheinlich mehr, wenn es öfter geklickt wird, oder? In der Theorie ja, also wenn ich meine komplett eigenen YouTube-Videos mache, die ich dann monetarisieren kann, dann ja, wobei YouTube da immer sein Problem hat, von wegen, wenn du halt über politische Themen redest, wenn es halt auch in so einer Terrorrichtung geht oder Islamismus und so weiter, dann müssen sie mich immer, dann wird die Werbung quasi abgeschaltet. Ja. Sollen wir noch einmal einfach zum Ausgleich, dass wir überhaupt nichts gespielt haben, eine Runde Turbo Schnick Schnack Schnuck machen? Wir sollten jetzt auf jeden Fall eine Runde Schnick Schnack Schnuck machen. Ching, Chong, Chong. Das gibt's doch nicht. Das ist Entertainment auf höchstem Niveau. Oh mein Gott, war das gut!